Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Kerbel. So, eine neue Woche, neues Glück. Wir wollen unsere Antriebssektion zur Minmus-Station hochschießen und die kommt da hinten auch schon angespaced. Und haha, angespaced. Ha, ja gut, der war nicht so gemeint, aber trotzdem schlecht. So, bei 400 Kilometer versuchen wir unseren Abfangflug. So, ich bin mal gespannt, ob das alles so hinhaut. Die Rakete ist ja wohlweislich ungetestet. Sieht auch relativ spektakulär aus. Ich hoffe, sie ist nicht zu kopflastig. Aber wir haben Jebediah am Steuer. Eigentlich kann nichts schief gehen. Kühnung und Freedom haben hoffentlich die Kotztüten mit dabei. Und ich würde sagen, wir zünden den Knaller mal. Na, die gute Nachricht, das fliegt schon mal. Das ist ja schon mal viel wert. Und zwar nicht nach unten, sondern nach oben. Und es kippt nicht sofort um, aber schlägt sich. Jetzt gucken wir mal, was sich da so rausholen lässt. So, wir haben jetzt eine Distanz von 350 Kilometer. Jetzt grob die 90 Grad schnappen. Und ich denke mal, das ist kein komplett unmachbares Unterfangen. Der Left-Ball ist auch draußen in der Karte. Das ist echt sehr schön. So, wir haben sehr viel Kontrolle und sehr viel Wobbeln. Sehr, sehr viel Wobbeln. So, das Wobbeln hier oben rausgekommen ist. Ich versuche jetzt mal ohne SAS zu fliegen, damit das nicht versucht auszugleichen. Oh, da hätte ich ein bisschen mehr versteifen müssen, ne? Da hätte ich ein bisschen mehr versteifen müssen. Jetzt schauen wir mal, ob das RCS uns weit genug rettet, dass wir das Ding hier so nochmal umbekommen, um irgendwelche komischen Sachen zu machen. Ohne das SAS kann ich zumindest dafür sorgen, dass dieses Aufschaukeln nicht schlimmer wird. Und dann gucken wir mal, ob die Rakete willens ist, mit uns zusammen hier sowas ähnliches wie ein Gravity Turn zu fliegen. Sie kippt von ganz alleine so ein bisschen. Ja, ich hätte, glaube ich, noch hier so Streben quer reinziehen müssen, irgendwie von den Hütchen auf die Teile. Jetzt schauen wir mal, wie sie sich aerodynamisch so im Überschallbereich verhält. Die Stage Set wird sicherlich nochmal sehr spannend insgesamt. Ich hoffe, dass ich da nicht allzu viel, also nicht, dass ich den Antrieb verliere, das wäre echt peinlich. Also ich darf echt nicht viel steuern, das schaukelt sich sofort auf. Fürchterlich, fürchterlich zu fliegen. Sagte ich bereits, fürchterlich zu fliegen, sie ist fürchterlich zu fliegen. Also wir haben jetzt 34 Kilometer Höhe erst und gleich gehen wir auf verdammt wenig Delta V runter. Schuss Weight Ratio meine ich. So. Gucken, ob die Stage Set funktioniert. Die funktioniert schon mal, das ist ja schon nicht schlecht. So, und jetzt kommt der spannende Teil. Nämlich mit dem Teil hier in Orbit fliegen. So. Wir haben jetzt nämlich sehr, sehr, sehr wenig Thrust Weight. Jetzt versuche ich sie gerade so ein bisschen in die Höhe zu zwingen wieder. So, fliegen tut sie schon mal. Also das ist die gute Nachricht, sie fliegt. Jetzt muss ich ein bisschen warten, dass sie Treibstoff verbrennt, und zwar ausreichend, um unsere Thrust-Weight-Ratio wieder hochzubringen. Das geht langsam nach oben, also wir sind jetzt bei 0,65. Es ist nicht alles verloren. Es ist nicht alles verloren. Aber ist knapp, ne? Also wir haben jetzt 55 Millisekunden noch bis zur Apoapsis. Wir müssen jetzt langsam ein bisschen Speed drauf bekommen. Also ich versuche jetzt gerade mit ein bisschen steileren Anstellungen, sobald wir aus der Atmosphäre raus sind, dafür zu sorgen, dass wir erstmal Höhe gewinnen und noch ein bisschen weiter aus der Atmo rauskommen, also aus der Atmosphäre. 50 Sekunden ist spannend, gelinde gesagt. So, ich hoffe mal, dass jetzt ohne die Atmosphäre auch das Wobbeln nicht mehr so ein Problem ist. Ja, jetzt können wir wieder ohne RCS und mit normalen Tricks spielen. So, wir sind bei 47 Sekunden und 67. 68, 69. Wir nähern uns langsam aber sicher dem Thrust-Weight-Ratio von 1. Das sieht aber so aus, als ob das klappen könnte. Nicht auf Target. Noch nicht. Noch nicht. Noch brauche ich die Orbit-Informationen. Wir müssen auf eine Höhe von rund 100 Kilometern auf. Das heißt, wir können noch im Steigen bleiben erstmal. Das müsste hier gleich auch langsamer werden und dann anfangen zu kippen. Also sieht gut aus, das sollten wir schaffen. Also die, ja, dafür, dass die so ein bisschen experimentell war, ist sie gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt noch knapp 1700 Delta V.
Wir sind noch auf der Hauptstufe. Ja, interessant wird es natürlich nochmal mit der letzten Stufe. XXX, na komm, gib Gas. Ja, die zieht jetzt natürlich an uns vorbei. Also dadurch, dass ich jetzt so wenig Speed aufbauen konnte bisher und wir eher noch gegen die Schwerkraft kämpfen, als im Verfolgungsmodus sind. Na gut. Na gut. So, aber wir sind gleich bei einer Trust-Weight-Ratio von 1 angekommen und ich kann jetzt mal langsam so ein bisschen tiefer gehen, um Geschwindigkeit aufzubauen für unser Moment. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen was. Trotzdem nehmen wir uns noch ein bisschen Höhe mit, solange wir die Trust-Weight-Ratio noch haben. Denn auch das wird nicht mehr ewig dauern. Wir könnten jetzt natürlich ein bisschen Fuel umpumpen, aber nimmt uns Effizienz raus. Deshalb lasse ich es erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Da ist die Station. 50 Kilometer. Uiuiui, da müssen wir auch was aufholen, ey. Gut, hier sehen wir auch schon unser Target. Das können wir gleich mal ein bisschen anpassen. So, wichtigster Punkt ist jetzt natürlich erstmal sauber in den Orbit hochkommen, dass wir das schaffen. Ich glaube, ich muss nochmal mit dem Restsprit ein bisschen mehr Höhe nehmen. So 100 Kilometer dürfen es gerne sein, ne? So, jetzt geht unsere Time-to-Apoapsis auch hoch. Das heißt, wir reiten jetzt auf des Messers Schneide. Und jetzt kommen wir langsam runter. Ich glaube, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall so schnell. Ja, jetzt können wir ihn halten. So, jetzt werden wir gleich nochmal ein bisschen was verlieren. Mal gucken, wie unsere Trust-Weight-Ratio aussieht, wenn wir auf dem kleinen Antrieb sind. Gleich wissen wir mehr. Ah, 049. I, das ist ja richtig wenig. Okay, ich gehe mal wieder steiler. Ah, das ist ein bisschen wenig, du. Aber es könnte reichen. Ja, wir können die Time-to-Apoapsis halten. Das sieht gut aus. Also wir halten sie stabil. Und damit sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich, was das angeht. Und jetzt können wir mal die Möglichkeiten nutzen, ein bisschen Fahrt aufnehmen. So, also ich denke, wir bringen den Antrieb sauber raus. Das Hütchen können wir auch gleich noch sparen. Aber erstmal machen wir unseren Orbit rund. Das müssen wir jetzt auch gleich geschafft haben. Sehr schön. Natürlich haben wir wieder eine Action Group auf diesen blöden Panels vergessen, aber irgendwas ist ja immer. So, wir treiben jetzt die Apoapsis quasi knapp vor uns her. Das ist eigentlich ein sehr effizienter Anflug oder Flug in den Orbit so. Also von daher ist das gar nicht so schlecht. Müssen jetzt halt nur ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht verzocken. Und dann müssen wir vor allen Dingen mal gucken, dass wir hier unsere Space Station einholen. Die hat eine Periapsis von ihrer Apoapsis von 103. Das heißt, wenn wir unter der 100 bleiben, sind wir auf jeden Fall safe. So, 5 Sekunden. So, ein bisschen die Nase hochnehmen. Jawohl, 5, sind gleich im Orbit, ist nicht mehr weit. Periapsis nur noch minus 100 Kilometer. So, ein spannender Aufstieg, ein spritintensiver Aufstieg, aber es hat gereicht und seit langem mal wieder ein Aufstieg ohne einen Flip. Ich verabschiede mich hiermit offiziell mental von der Falcon. Ich weiß, dass die Rakete bei anderen von euch funktioniert. Ich bin einfach nicht fähig, diese Rakete vernünftig zu fliegen. Ich sehe das als mein persönliches Problem, nicht als Problem der Falcon. Definitiv nicht als Problem der Falcon. So, jetzt bringen wir den Orbit hier mal irgendwie auf so 70 Kilometerchen hoch. Ganz. Und wir sind im Orbit. Sehr schön. So, das reicht auch. Solange wir ein bisschen tiefer sind, können wir schön die Kiste einholen. Ich klappe schon mal zwei Panels aus, bevor ich es nachher bitter vergesse. Und den Spaß hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr. So, jetzt machen wir hier mal einmal kurz Trennung. So. Elastischen, aerodynamischen Superhütchen, weil den Dockingport brauchen wir natürlich für was anderes gleich. So, jetzt schauen wir mal. Also, wenn wir hier hinten ankommen, ist die Target Position dann hinter uns. Das heißt, wir werden jetzt nach und nach näher an das Teil herangleiten. Das heißt, wir können mal gucken. Dann kriegen wir das irgendwie sauber reingezoomt. So, wenn wir jetzt hier... Also, was ist das blöd mit dem Hütchen? Jetzt habe ich es wieder angedockt.
Wenn wir Gas geben, müsste das theoretisch weniger werden. Ja. Jetzt bringen wir das mal runter. Gerne noch ein bisschen weniger. Okay, das ist dann so an der Kante zwischen hell und dunkel. So. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Dings draußen, kann eigentlich nichts passieren. Wir time warpen hier mal hin. Nee. So, das sollte uns auch von unserem Hütchen dann irgendwann mal trennen. Nee, tut es nicht. Es ist tatsächlich, es scheint tatsächlich wieder angedockt zu sein. So, einmal in voller Geschwindigkeit um Körben rum, kurzer Sonnenaufgang, einmal winken, einmal lächeln und wieder in eine andere Richtung. Und dann hat es sich gerade einmal gedreht. Na gut, scheinbar macht auch Persistent Rotation ab und zu mal spannende Sachen. Sah vielleicht aber auch noch komisch aus, wegen einem Kamera-Change. So, da sind wir auf 8 Kilometer. Ist das Ding jetzt echt wieder angedockt? Nee, ne? Ist einfach nur so ein... Warte mal. Jetzt hier zurückgehen, dann... Hallo? Ja gut, da müssen wir jetzt zur Station, da muss ein Ingenieur das abbauen. Oh, mir fällt gerade was ein. Ich habe gar keine Werkzeuge mehr, ne? Warum ist das jetzt da dran? Hallo, geh weg. Hat sich das jetzt echt wieder angedockt? Undock. Ah, sehr schön. Okay. Problem gelöst. So, jetzt heißt es mal Target und wir wollen Prorate zum Target. Los geht's. Control from here. Vielleicht will ich doch nicht Prorate zum Target. Wo ist das Target hin? Wo ist es denn? Da ist es. So. Wir wollen natürlich auf das Target zu. So. Wir haben sogar noch ein bisschen Monopropellant. Ich bin ja richtig stolz auf mich, dass ich es mal geschafft habe. Haben wir hier eigentlich noch Mono dran? Ja, dann können wir das nachher noch umpumpen, weil hier brauche ich es dann nicht mehr. Sobald wir den Kram angeduckt haben. So. Mach keinen Scheiß. Ah, Probe raus. So. Gut, dann fliegen wir mal auf zu. Von oben müsste ja gleich unser Prograde auf uns zugeschossen kommen. Da ist er. Da ist er. So, einmal bitte in Richtung Target. Wir haben noch 200 irgendwas, dann sollte ich nicht zu sehr beschleunigen. So, du kannst dich schon mal Retrograde drehen. Und wir haben dann jetzt hier gleich 900 Meter Intersect. Das sieht gut aus. So, wir können ja notfalls auch ein bisschen Sprit von hier oben in der unteren Stufe verwenden. Also wie gesagt, notfalls. Das muss nicht unbedingt sein. Aber man kann es machen, wenn es denn nötig wird. Gut, ja, was mir jetzt einfällt, was ich eigentlich mitnehmen wollte, war natürlich noch Werkzeug. Ich hoffe, dass in dieser Kapsel einfach standardmäßig was drin war. Oh Gott sei Dank, die Standard-Corine-Kapsel hat Werkzeug mit dabei. Das können wir uns dann nachher klauen. Denn das letzte Werkzeug ist ja irgendwie kaputt gegangen durch einen blöden Bug. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich das jetzt immer vorher wieder ins Inventory lege, damit das nicht mehr passiert. So, aber jetzt erstmal gemütlich die Annäherung machen. 3,4 Kilometer ist. Und fallend. So. Ein Fahrt raus, dann stabilisiert er sich auch schneller. Auf 900 Meter hat er gesagt, kommt da ran. Würde ich sagen, machen wir das jetzt mal vernünftig. Und natürlich machen wir es im Dunkeln. Alles andere wäre ja langweilig. Das reicht, glaube ich, echt vom Treibstoff her. Mit Ach und Krach, dass wir zur Station kommen. Aber mehr wollten wir ja auch gar nicht. Also klar, ich brauche noch ein bisschen Treibstoff, um zu deorbiten. Aber da brauchen wir ja nichts Großartiges. Im Zweifelsfall wird angeschoben.
So. Kilometer. Schon langsam alles anpassen hier. Haben wir ja nicht Licht dran, ja, ne? Lights on. So. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir den Hobel mal in Richtung Station. Und geben wieder ein wenig Gas in Richtung der Station, um das zu verkürzen. So, das Ganze können wir uns dann aber hier mal angucken. Also, wir haben jetzt ein Rendezvous auf 1,1 Kilometern und das wollen wir natürlich noch ein bisschen schicker bekommen. Da haben wir schon unseren Prorate, den schieben wir jetzt rüber aufs Target, damit unsere Separation 0 wird oder zumindest gegen 0 geht. Oh, das sich ganz gut steuern. Hat auf jeden Fall genug Drall. So, 09, 08, 07, 6. So, jetzt schieben wir sie ein bisschen aufs Ziel. Wieder drauf. So. Genau, also ich versuche jetzt nicht zu viel Geschwindigkeit aufzubauen, weil ich habe echt nicht unnötig viel Sprit dabei. Und je mehr Sprit ich jetzt aufbaue, umso mehr Speed ich jetzt aufbaue, umso mehr muss ich auch wieder abbremsen. Und da ich noch 191 Delta V in der Kiste drin habe, ich nehme mal an, wenn ich das Ding oben abgekoppelt habe, ist es einiges mehr. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So. 02, ja komm, 01 und reicht mehr. So. Gut. Dann geht die fröhliche Retrograde-Drehung wieder los und wir nehmen schon mal den Schub raus, dass da nicht so viel passiert. Gut. Und wir gehen nochmal sicher, dass wir auch von hier kontrollieren. Und dann hoffe ich mal, wie weit sind wir denn mit dem. Ah, es ist noch relativ lange Nacht, ne? Na, mal gucken. Wir haben ja ein paar Lampen dran. Ich denke mal, wir illuminieren uns das gleich alles selber. Jetzt lassen wir ihn aber erstmal rankommen. Während wir uns hier stabilisieren mit dem Boot. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das Enddocking mal endlich so, wie es eigentlich gedacht ist. Nämlich mit unseren RCS-Steuerdüsen. Denn heute haben wir mal RCS und dann können wir uns ein bisschen Sprit sparen. So, pendelt sich langsam ein. Sehr schön. Ja. Und wenn wir Gott sei Dank, jetzt haben wir den Schraubenzieher, dann können wir nämlich auch sag schon, diese Streben anbringen zwischen den beiden Parts. Das ist ganz cool. Die brauchen wir nämlich, damit uns nachher die Station nicht rumwubbelt. Und dann nach dieser EVA können wir dann eigentlich mit der Minmus-Station nämlich aufbrechen. Und was ich gleich noch machen kann, ich kann ein bisschen von meinem Essen noch abgeben. Jetzt sind wir ja dann quasi mit der Mission hier fertig. Ich kann dann so irgendwie bis auf ein paar Stunden reduzieren. So, aber jetzt genug gequatscht. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Rendezvous-Manöver. So, 200 und ein bisschen Meter. Zeit abzubremsen langsam. 170. Man kann schon ein bisschen was erkennen. Gott sei Dank, ey. Ich bin so froh, wenn diese Station erledigt ist. Das im Orbit bauen war echt nicht die tollste aller Ideen. Ah, da ist sie zu sehen. Sehr schön. Gegen den Hintergrund. Schön, 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 schön. So, jetzt bremsen, bremsen, bremsen. Weiter bremsen, noch mehr bremsen, ein bisschen bremsen. Zack. Schön langsam. Nicht abhauen, mein Freund. Ich weiß, du magst mich nicht, aber ich mag dich auch nicht. So. Jetzt drehen wir uns mal langsam da rein. Langsam, langsam und fliegen auf Lost Stationos wieder zu. 42 Meter Abstand, das heißt, ich versuche jetzt mal nicht über 1 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Das muss nicht unbedingt sein. Und
relativ steil drauf zu. Zack. So, das ist eigentlich genau das, was wir wollen. 0,5 Meter pro Sekunde ist auch okay. So, dann haben wir jetzt knappe 4 Minuten Zeit. So, der kann sich immer stabil halten. Und wir gehen mal kurz darüber. So, wir wollen das hier als Ziel haben und jetzt lass mich überlegen. Das hier ist mein Kontrollpunkt. Einfach damit wir die Station auch schon mal ideal ausgerichtet haben. Und guck mal, da kommt dann auch ein bisschen Licht jetzt rein. So. Und dann können wir hier... Hervorragend. So, dann kann die nämlich so bleiben. Und das Teil hier... kann sich ein bisschen angleichen. So, und das haben wir schon. Taktischen Sehnenbrückenport. Set as target. Okay, cool. Ah, es läuft ja wie am Schnürchen hier. Und guck mal, Licht. So. Jetzt hoffe ich mal. Zack, wir sind genau im Ziel. 102 Meter. Und damit hier. So. Sicherstellen, dass wir auch wirklich von hier kontrollieren. Ja. So, müssen wir mal gucken. Wo ist denn unsere Fenster? Also ich gucke jetzt mal hier so. Jawohl. Müsste jetzt eigentlich, wenn ich so bin. Komisch, dass sich das alles dreht. So, jetzt schauen wir mal was. Und zwar, das müsste jetzt nach links sein. Ne, das ist nach unten. Okay. Was hier ist raus. Mal gucken, ob wir das in einem Anflug schaffen. Die sollten auch gleich mal reingehen noch, dass sie einfach während dem Docking-Manöver nicht in Schwierigkeiten kommen. So wird heute mal wieder eine etwas längere Folge. Ah, die Station ist schon wieder komisch gedreht, ne? So. Set as target. Control from here. Und bitte ausrichten. Und ausgerichtet bleiben, mein Freund. So. Haben wir das geklärt? Ich hoffe, wir haben es geklärt. So, wieder zurück. Okay, wir sind ein bisschen drunter, das heißt, wir müssen gucken, dass wir jetzt schauen, ein bisschen nach oben aussehen lassen und ein bisschen nach, wartet mal, links, so. So, jetzt die Rotation wieder einfangen. So, das sollte doch ein relativ schickes Undock-Manöver werden, wenn hier nichts rumdreht und spinnt. Was es natürlich die ganze Zeit tut, komischerweise. Ich liebe Persistent Rotation. Jetzt gerade hasse ich es ziemlich, aber verratet es bitte keinem. Was ist hier schon wieder los? Set as target. Control from here. Bitte bleib auf dem Ziel. Vielen Dank. Eieieiei. So, jetzt heißt es, glaube ich, noch ein bisschen bremsen. Aber erstmal ein bisschen nach oben noch und Speed rausnehmen. Ah, wunderschön. So. So, jetzt. Ich glaube, das wird. Im ersten Anlauf was mit ein bisschen Glück. Ein bisschen hoch muss sie. Ein bisschen links. Ein bisschen runter. Jawohl. Okay. Ich glaube, das haben wir. Oder? Das müsste doch reichen. Ja. Puh. Der Antrieb ist
ausgeliefert. Jetzt dock an. Los, komm. Ich mach mal hier SS aus. Findet euch, bitte. Na komm. Sei nicht so bissig. Sehr schön. Eine schwere Geburt. Aber hat auch Spaß gemacht. Wir haben jetzt offiziell große Solarpanels. Und einen Antrieb an der Minmus-Station. Und das Zusammenbasteln, dass das dann alles auch fest genug hält. Und das Rausschießen dann nach Minmus. Das machen wir aber nicht mehr diese Folge, denn die ist jetzt lang genug. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir haben natürlich auch ganz viele Experimente, nur so als Randnotiz, die uns hoffentlich auch noch helfen werden, das Labor da ordentlich zu befüllen um Minmus rum. Und wie gesagt, das kommt dann aber alles in der nächsten Folge dran. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.